Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Pamela und heute habe ich ganz viele Neuigkeiten. Ich habe die Hello Kitty Edition gekauft von G-Glam. Ich habe auch noch von Rick and Morty habe ich ein paar Teile. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und viel Spaß beim Video. Nicht erschrecken, ich habe eine Frisur ausprobiert und habe mir jetzt ein Haarband drauf gegeben, dass das alles ein bisschen nach hinten gedingenst ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal ins Video. Und zwar ist es so, ich habe G-Glam bestellt und zwar die Hello Kitty Edition. Also nicht die komplette Collections. Ausgewählte Sachen habe ich auf alle Fälle bestellt. Und auch von Rick and Morty was. Ich würde sagen, wir gehen das dann nach der Reihe auch durch. Vielleicht kann ich euch dann... Vielleicht rutsche ich auf eine Seite ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich euch dann noch so kurz Videos einfach einblenden, wie das alles in Nahaufnahme ausschaut, Swatches und so weiter. Und wir testen das alles gemeinsam. Ich zeige euch das dann gleich einmal im Detail. Und alles, was ich nicht habe an Base-Produkten und so weiter, werde ich von meinem normaler Off-Brauch-Pen-Challenge einfach nehmen. Und ich würde sagen, ich prime mir jetzt gleich einmal meine Augen und dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal mit der Palette. So, meine Augen sind jetzt geprimed. Wie immer mit meiner P. Louise Base. Da halte ich nichts anderes in die Kamera. Und jetzt schauen wir uns einmal diese wundervolle Lidschattenpalette an. So ist die Verpackung. Okay, irgendwie rastet die Kamera auf diese Verpackung aus, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir hier die eine ursüße Hello Kitty in, die heißt auch Fun in the Sun Color Palette. Also die ist da am Tauchen und so mit Fische und das ist mega süß, behalte ich mir auch auf. Und das ist die Lidschattenpalette, die ist so voll holographisch. Und die schimmert voll, voll schön. Da haben wir wieder die Hello Kitty. Und ja, Hello Kitty steht hier oben. Das sind 10 Gramm an Gewicht. Und dann kann man die, jetzt habe ich es euch nicht gezeigt, dann kann man die so aufdrehen. Und das ist auch im Hintergrund alles holographisch, alles mit diesem Meerthema. Und das sind die Farben dazu. Ich werde euch das aber hier noch mehr einblenden, weil man das hier einfach nicht gut sieht. Also wir haben was Helles, wir haben was Rosanes, wir haben was Braunes, Schimmertöne, wir haben, ich denke da unten, weil da ist auch eine Hello Kitty eingestempelt, ich glaube, das soll ein Blush sein und ein Highlighter, weil die Fännchen sind größer. Ich denke, ich werde es auch so verwenden. Und ich habe aber hier auch noch geswatcht. Also von unten nach oben, das heißt die zwei Töne, das ist der Blush und das ist der Highlighter. Und ja, ich finde die Töne wahnsinnig gut pigmentiert. Da hatten sie andere Collections, so wie zum Beispiel Care Bears. Also die Glücksbärchis, die waren nicht annähernd so gut pigmentiert. Und auch vor allem dieser Schimmerton ist sehr, sehr speziell. Also richtig, richtig gut. Ich mache jetzt aber die Swatches hier weg, weil... ich sehe das schon kommen, dass ich dann alles voll glitzere. Ja, da muss ich dann eh nochmal die Hände waschen, aber nur, dass er mal grob mal weg ist. Und wir fangen jetzt einfach einmal an. Ich werde mir... Ja... Also viele Möglichkeiten hat man ja auch nicht. Ich denke einfach, ich werde mal vorne mit diesem ganz hellen Ton anfangen. Das ist so wie ein Setting-Ton einfach, würde ich sagen. Und da gehe ich einfach mit so einem Pinsel rein. Das ist so, es ist so ein Shader, aber so ein bisschen fluffiger und ein bisschen breiterer. Und dann schauen wir mal, wie das am Auge aussieht. Ja, dann sieht man nicht viel, ne? Eher nur ein Setting-Ton. Mal weiter mit diesem Rosaton. Der erste hat geheißen Flipflops und der heißt jetzt Pink Bow. Da war auch so ein Krönchen eingestanzt.
eingepresst und den packe ich mir hier rüber. Ein richtiger Barbie-Pinker Ton. Und der schaut wirklich schön aus. Gefällt mir richtig gut. Ist richtig gut pigmentiert. Ein bisschen kreidig sind die Farben. Aber dafür sind sie sehr gut pigmentiert. Finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt haben wir eigentlich nur mehr so einen Braunton. Und ich versuche den einmal so ein bisschen in die Ecke noch zu geben. Hier. Ja, viel sieht man davon nicht, ne? Der ist ein bisschen zu hell, finde ich. Ja, nee, den sieht man nicht viel. Ganz, ganz leicht, ne? Aber so ein verdunkelten Augenwinkel kriegt man damit nicht zusammen. Das ist eher nur so ein Nuttelton. Ein ganz ein zarter Look einfach. Und ich versuche ihn mal am unteren Wimpernkranz aufzugeben. Okay, ich brauche einen neuen Pinsel. Oder vielleicht geht der. Ja, leicht sieht man das. Ja. Man sieht schon, aber es ist halt ganz. Man darf sich nicht vorstellen, dass da ein dunkler Ton halt rauskommt, ne? Aber ich finde schon, dass es zu Hello Kitty passt, aber dennoch hätte ich mir ein dunkleres Braun zumindest gewünscht, ne? Also wenn der ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob man sieht, staubt extrem. Also sehr, sehr viel Kickback auf alle Fälle. So. Jetzt werden wir. Ich werde mir jetzt nur einen Glitterprimer nehmen. Normalerweise würde ich da reingehen mit so einem durchsichtigen Gel als klebrige Base und vorher das. Aber ich will es einmal nur so testen, wie das funktioniert. Im alltäglichen Gebrauch würde ich es jetzt schon so machen, aber jetzt so als First Impressions machen wir es jetzt einmal so und ich hole mir schnell einen Glitterprimer. So, bin auch schon wieder zurück. Glitterprimer von Lovely habe ich da, so eine Glitterbase. Ihr könnt auch den von NYX nehmen, es ist komplett egal. Ihr könnt sein Liquid Eyeshadow nehmen, wie ihr wollt, also wie ihr lustig drauf seid. So. Aber der ist in dem Fall durchsichtig. Und da, hoppala, kann man die Leistung am besten beurteilen einfach. Jetzt gehen wir es an. Also wir haben ja eigentlich nur zwei Töne. Das heißt, ich werde mir diesen Spezialton übers ganze Lid geben und den anderen dann im Inner Corner. Es ist eigentlich nur so ein Topperton, deswegen bin ich jetzt einmal gespannt, wie das wird. Aus. Ja, schaut aber nicht schlecht aus, ne? Ich finde, der ist sehr strahlend und passt richtig gut dazu. Jetzt gehen wir, wie hat der geheißen? Beach Day. Und jetzt gehen wir in Vacation Mode. Das ist wirklich. Ich glaube, ich sitze gar nicht in als Inner Corner. Aufbauen. Und dann gehe ich auch noch hier, wo der matte Ton ist. Gehe ich noch so entlang. Ist jetzt nicht so ein richtig krasser, krasser Look, aber ich finde den schön. Kann man machen. Hauptsache, die Töne funktionieren gut und Hello Kitty, hallo, da konnte ich nicht Nein sagen.
Und ab und zu mal so ein rosa, ein nudiger Look. Geht auch ganz klar, ne? Genau. Also ich finde, das ist ein schöner, schneller Look. Und ich finde halt auch diesen Ton, was ich auf dem beweglichen Lid habe, finde ich richtig speziell und super, super gut. So, jetzt muss ich noch kurz überlegen, was jetzt als nächstes kommt. Und zwar habe ich auch noch von Hello Kitty natürlich. Ich weiß nicht, warum das heute so krass überbelichtet ist. Gut. Hoppala. Ich reiße hier gleich die ganze Verpackung auf. Das ist nämlich ein Make Waves Waterproof Eyeliner. Also ein Waterproof Eyeliner haben wir hier. Und schaut sich einmal diesen süßen Rettungsring an. Das ist halt ein ganz normaler Eyeliner. Hier steht Hello Kitty drauf. Es ist in einer Kuh mit einer Kugel drinnen. Und da steht auch, man soll den schütteln, bevor man den benutzt. Das mache ich eigentlich immer bei die, was eine Kugel drinnen haben. Ich hab so viele Gelsenstiche. Ich war gestern unterwegs und da hat so viele Gelsen gegeben. Also gescheit durchschütteln mal. Und ich habe mir, glaube ich, den schwarzen gekauft. Genau. Den schwarzen habe ich mir gekauft. Oha. Ich wollte mir den runtergeben und schaut mal. Also das hat auch ein bisschen gebraucht und ich habe da voll viel drauf. Also ich glaube, dass der schon ganz gut halten wird. Aber mal schauen. Ich mache mir jetzt einen Wink. Ja, ich finde, er ist nicht schlecht. Muss ich wirklich sagen. Aber das stellt sich erst später raus, wenn man ihn öfters verwendet hat. Wie lange hält der auf Du-Krumms drüber? Bei mir halten die Eyeliner meistens nicht so lange. Aber ja, es gab auch schon Ausnahmen. So ist es ja nicht. Jetzt lassen wir das kurz einmal antrocknen. Und ich habe nämlich noch was. Aber diese normalen Eyeliner brauchen eh nicht so lange. Ich habe so Liquid Liner, die brauchen länger zum Trocknen. Also das ist nicht schlimm. Ich habe nämlich noch von She Glam mir einen Fairy Van Precision Highlighter Pencil bestellt. In so einer schlichten Verpackung, einfach ganz normal. Es ist im Standardsortiment drinnen. Und das hat so eine goldene Verpackung. Und das ist einfach so ein silbergrauer Eyeliner für die Wasserlinie. Ja, der ist in Ordnung. Also wenn man mal so ein schönes Highlight haben möchte, ist der eigentlich ganz gut. Primer können wir jetzt gleich einmal auftragen. Also wie gesagt, versuche alles zu benutzen, was ich gekauft habe. Da habe ich von Hello Kitty den Surf Up Primer. Der schaut auch, ja, rosa Verpackung. Und drinnen. Oh mein Gott, wie süß bist du überhaupt? Mit einer Masche. Nur die Verpackung ist so hell, dass das irgendwie nicht ganz. Ja. Ja. Das kannst du gar nicht so krass einfangen. Auf alle Fälle ist das so geswirlt. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, und dann drückt man das halt runter. Und das sind, wie viel sind das? 30 Milliliter sind drinnen. Ich pumpe da mal. Okay, muss man vorher ein paar Mal pumpen. Ah, jetzt kommt was raus und ist rosa.
Und ja, ich mache drei so Dinge, also rosa und weiß eben, wie das auch hier drinnen so ist. Steht da noch irgendwas drauf? Ich glaube nicht. Nur Surf-Up Primer. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erwischt. Und ich würde sagen, der ist nur Feuchtigkeit spenden. Aber die Menge hat gepasst für mich. So. Genau. Ja. Sehr hydratisiert auf alle Fälle jetzt. Man hat einen schönen Glow und das Tier ist nicht sticky. Genau. So, jetzt kann ich eigentlich meine komplette Base einmal machen bis zu Cream Blush. Genau. Ja, genau so werde ich es jetzt auch machen. Beziehungsweise, ja, ist halt die Frage, mache ich Cream Blush und vielleicht das noch drüber? Aber ich glaube, naja, vielleicht so als Blush-Lighter oder so können wir es ruhig machen. Genau. Ich mache jetzt meine Base. Ich zeige euch dann noch die Produkte ganz im Schnelldurchlauf, weil ihr kennt sie wahrscheinlich eh schon. Und dann sehen wir sich gleich wieder. So, meine Base ist fertig. Und zwar habe ich einmal Augenbrauenprodukte, die zwei. Das ist fast leer. Ich glaube, einmal noch, dann ist das leer. Das heißt, es darf wieder was anderes nachrücken. Genau. Everlane Cosmetics habe ich mein Gel. Dann habe ich benutzt wieder mein Style Pro Wimpern-Dingens. Und bei Terry, glaube, die habt ihr noch nicht gesehen, weil die andere ist leer waren. Essence, die I Love Extreme Mascara, glaube ich, war das. Die Mascara Terry Bly Growth Booster. Ja, die war im Adventskalender mal und die muss jetzt auch leer gehen. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Mal davon abgesehen, dass meine Wimpern nicht oben bleiben. Aber die trennt sehr gut und ja, finde ich nicht schlecht. Macht Länge. Länge macht sie auf alle Fälle. Und dann habe ich noch ein Produkt leer bekommen. Endlich. Und zwar habe ich einmal habe ich von Elf und von Catrice habe ich die zwei Glow-Filter benutzt, weil der eine zu dunkel ist und der andere heller ist. Und dann habe ich ja immer zwei Skintints. Und der von Milk ist jetzt endlich leer. Er schaut eh schon sehr abgeranzt aus. Und das Logo ist auch schon weg. Und der hat mich so aufgeregt wegen der Verpackung. Aber endlich ist er leer. Und das Skintint von Essence, den was ich so feiere, ist jetzt auch bald leer. Aber er ist noch da. Dann habe ich von Modelon Co. Der wird auch demnächst leer. Da ist nur mehr so Drittel vielleicht drinnen. Er war sehr ergiebig. Der hat 9 Milliliter. Und von Nui. Das halte ich auch nicht zu nahe ran, weil das schon auch sehr abgeranzt ist. Und das Puder ist auch bald leer. Es ist nur mehr außen, dieser Ring. Ja. Aber ich muss sagen, da steht ja drauf, dass der nur ein halbes Jahr hält. Ich glaube, der Adventskalender war von letzten oder vom vorletzten Jahr. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das aufbrauchen. Und das bröselt auch schon ein bisschen raus, das Puder. Deswegen ist es ein bisschen schneller gegangen. Genau. Ja. Das war's. Und jetzt machen wir weiter. Und zwar einmal mit Hello Kitty Blush. Das ist in so einer ultra süßen Verpackung drinnen. Und das schaut halt auch einfach ultra süß aus. Das ist der Blush. Also man würde ja meinen, das ist ein Spielzeug. So, und das ist die Farbe. Ich habe es in der Farbe Sunsuit. Das ist ein Coastal Charm Cream Blush. Genau. Und ich gehe da einfach mit meinem Schwämmchen rein und. Sehr krass. Das ist wie so ein Mousse. Ui, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel. Weil ich brauche eigentlich nur eine Seite, weil auf der anderen Seite will ich noch was anderes austesten. Ja, krass. Das ist wie ein aufgeschlagenes Mousse. Ich versuche das jetzt hier einzuarbeiten.
Die Farbe finde ich schon sehr, sehr schön. Ja, lässt sich aber easy cheesy einblenden. Genau. Ich glaube, man sieht es eh ganz gut. Ja, lässt sich super einblenden. Also, das kann ich gleich einmal empfehlen. Wirklich. Richtig gut. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch ein Blush von Rick and Morty. So schaut der aus. Und ich finde das die Verpackung so krass, wirklich. Ich kenne ja diesen Professor nicht und so weiter, aber man dreht hier oben den Kopf quasi auf und da ist das Blush drinnen. Also richtig krass. Ich tue meinen Sponge aber ein bisschen von den gröbsten Rückständen befreien und dann gehe ich wieder hier ran. Das ist ein Gehirn quasi. Wir schminken uns jetzt mit einem Gehirn. Ja, die Farbabgabe ist aber auch ganz gut. Und ich glaube, das ist fast die gleiche Farbe, deswegen kann man das gut machen. Ja, ist gut. Ist halt von der Konsistenz ein bisschen anders, aber finde ich richtig toll. Ich würde nämlich nicht so das Gehirn direkt abstempeln. Also ich würde das jetzt nicht so machen, ne, weil es ist immer die Gefahr, dass sich die Base und alles Mögliche drunter abhebt. Und wenn man das mit Sponge benutzt, dann ist natürlich die Oberfläche gleich einmal ein bisschen weg von diesen Details, was da drauf sind. Von diesem Hirn quasi. Genau. So, jetzt würde ich aber noch von dieser Palette, würde ich auch noch Coral Cutie, da wo die Hello Kitty drinnen ist, würde ich jetzt einfach mit einem Puderpinsel reingehen und das als Blush-Topper einfach auftragen. Also das ist mal eine krasse Pigmentierung, würde ich mal sagen, ne? Also, ja. Aber passt dazu. Ich hatte schon Angst, dass es nicht dazu passt. Macht das Ganze jetzt ein bisschen haltbarer, nicht hochwertiger. Haltbarer. Weil bei uns hat es ja plus 30 Grad. 30 plus. Ich glaube 34 oder so. Ist gut, wenn ich ein paar Puderprodukte auch drüber mache, ne? Genau. Dann will ich noch diesen Highlighter einfach nehmen, gell? Dann nehme ich meinen Highlighter-Pinsel, gehe hier ran. Der ist jetzt nicht so knallig, aber der hat schon eine gute Pigmentierung auch, ne? So ist es ja nicht. So. So ein champagnerfarbener Highlighter, ne? Also finde ich eigentlich richtig schön. Kann man so machen, auf alle Fälle. So, ich mache jetzt alles noch fertig mit Puder und so weiter. Und dann sehen wir uns. Ich habe nämlich noch einen Setting Spray. Oder ja, ist zwar ein Setting Spray, aber ich nehme es als Fixing Spray. Ein Lippenprodukt und auch ein Body Glitter Produkt haben wir auch noch. Genau. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, habe ich gemacht, ne? Mir den Puder noch aufgetragen. Und jetzt kommen wir zum SheGlam Rick and Morty Pickle Rick Setting Spray. Das sind 70 ml drinnen. Das ist wirklich viel. Das ist richtig viel. Ich habe von Glam Light auch schon mal so ein Setting Spray gehabt. Von Rick and Morty. Und da waren, glaube ich, auch einfach 50, na, 150 ml drinnen. Das war so heftig, wie viel da drin war. Und schaut ja nicht cool aus, wie so ein kleines Gürtchen. Und da sind auch Kugeln drinnen. Und ja, ist einfach grün.
Wow, ist das ein geiler Sprühnebel. Wow. So, jetzt müsste ich nur mal meinen Fächer finden. Hallo Fächer, wo bist du? Fächer, Fächer, Fächer. Ah, hinter mir. Wow, ist das ein geiler Sprühnebel. So fein. Unglaublich. Unglaublich. Also, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so einen feinen Sprühnebel hatte. Wow. Mega. Und am Anfang hatte ich Angst wegen dem Geruch, weil es da drinnen ein bisschen komisch riecht, aber das verfliegt sofort und ihr habt eigentlich kaum einen Geruch. Finde ich richtig gut. Jetzt machen wir noch das Lippenprodukt von Hello Kitty. Das ist Poolside Perfection Lip Glaze. Genau. Und da haben wir einfach einen Schlüsselanhänger mit einer Hello Kitty. Ist das nicht total niedlich und süß und cute? Also, da könnt ihr es einfach anhängen, das kann man mitnehmen. Ich habe sowas von, jetzt fällt mir natürlich die Marke nicht ein. Adventskalender, UK. Mir fällt es gerade nicht. Ah, oh, P. Louise, genau. Und da hat es auch von Catrice was gegeben, aber hallo, das ist ein Next Level, oder? Das ist einfach eine Hello Kitty. So, wir drehen jetzt hier auf und haben hier den Applikator. So schaut das aus. Ich muss aber sagen, da ist irgendwas drinnen. Es fühlt sich nicht so, als ist ein Lipglaze, kein Lipgloss. Es ist leichter und nicht so klebrig. Aber ich weiß nicht, irgend so. Also es prickelt nicht auf die Lippen, aber es hat ein bisschen einen anderen Geschmack, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Ich rieche mal dran. Ja, es riecht schon so ein bisschen minzig, aber es plumpt auf alle Fälle nicht. Das ist für mich sehr wichtig, weil sonst könnte ich es nicht benutzen. So, und das letzte Produkt, ich glaube, das ist auch echt das süßeste Produkt aus der Collection. Oder? Ja, die Lidschatten, es war eigentlich alles süß, oder? Also man kann jetzt gar nicht sagen, was war jetzt das Süßeste, weil, oh mein Gott. Dann schauen wir sich das einmal an, würde ich sagen. Und zwar ist es einfach, was steht drauf? Ein Hello Kitty Bow Beautiful Highlighting Body Mist. Okay, ihr habt jetzt einfach so einen Flakon mit der Hello Kitty drauf und dieses Sprühbüffelchen, ne? Ja, normalerweise bin ich da nicht so der Typ dafür, aber schaut euch das einmal an. Ich weiß nicht, seht ihr das? Also das hier, vielleicht muss ich das noch ein bisschen intensiver sprühen. Aber das ist ein rosa Glitzer. Es glitzert einfach rosa. Also ich mache mir das jetzt einfach hier mal drüber. Und ich glaube mal, ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber es ist einfach überall rosa. Und wenn ihr ausgehen wollt oder so, sprüht euch einfach die Hände an. Hier die Schultern. Also das Gesicht, es ist einfach zu glitzerig fürs Gesicht. Aber so für den Körper, und es ist ja eigentlich auch für den Körper. Es war bei River Loves Me, war ja auch so ein Glitzer drin, aber ich finde halt, es schaut besser aus beim Körper. Ne? Die Füße könnt ihr euch noch einsprühen. Also ich finde das schon sehr, sehr schön. Ihr glitzert dann einfach komplett. Ich glaube, mein Bett glitzert jetzt auch komplett. Aber finde ich richtig, richtig schön. Ja, mein Badeanzug glitzert jetzt auch. Aber egal. Überall Glitzer. Ich finde es Hammer. Ich finde es so schön, dass es einfach ein rosa Glitzer ist. Das finde ich wirklich mega. Ja,
Genau, jetzt sind wir eigentlich durch, muss ich sagen. Also wollen wir uns vielleicht noch. Nein, wir sind noch nicht durch. Ich habe meine Haare noch nicht aufgemacht. Mache ich aber noch schnell. Und dann sehen wir sich gleich wieder. So, ich finde es so heftig. Dieses Ergebnis, schaut euch das einmal an, wie krasse Locken ich jetzt einfach habe. Und ich lieb's total. Also einfach nur, ich habe einfach nur meine Haare halt gut gewaschen, gepflegt. Ich habe so eine Lockencreme reingetan. Ich habe einzelne kleinere Strähnchen gemacht und die einfach so zusammengezwirbelt und mit einem Haargummi fixiert. Es war jetzt nicht das angenehmste Schlafen, aber es ging eigentlich. Aber hallo, also nach dem Waschen kann man das auf alle Fälle mal machen. Ne? Hält jetzt nicht ewig lang. Ich werde dann auch die Haare hochmachen. Mal schauen, ob das dann überhaupt noch zusammen ist. Aber krass. Also ich finde das schön. Also wenn man nicht gerade im Sommer, aber wenn man auf irgendein Event gehen will und man weiß am nächsten Tag, man braucht schöne Haare und es muss schnell gehen. Macht euch das am Abend und am nächsten Tag in der Früh macht's das auf und ihr seid fertig. Aber ein bisschen Haaröl noch reingeben und das war's einfach. Und finde ich richtig, richtig schön. Aber es geht jetzt nicht um meine Haare. Ich bin jetzt da, um das Fazit euch zu geben von dieser Hello Kitty bzw. Rick and Morty Collection. Und jetzt zeige ich euch das. Und zwar, ich habe alles gut gefunden. Es war kein einziges Produkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, das hat mir gar nicht gefallen. Also, das fand ich sehr gut. Wo ist das Cream Blush jetzt? Ah, das andere Cream Blush fand ich aber ein bisschen besser, weil das so fluffiger war, aber beide gut. Lip Glaze gut, bis auf den Geschmack. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dieses Glitzerding gut, wirklich gut, finde ich voll schön. Ich bin jetzt bald bei einer Geburtstagsfeier eingeladen, da mache ich das hundertprozentig. Da gehen wir in so einen Beach Club und so. Gut, urfeiner Sprühnebel, richtig gut. Primer auch gut und süß. Das so, naja. Auch gut und süß. Und dann haben wir eigentlich nur mal die Palette. Die war auch gut. Obwohl ich ein Make-up-Lover mit Colorful Make-up war, war die gut. Blush war gut. Highlighter war auch okay. War jetzt nicht der krasseste Highlighter, aber Standard-Highlighter einfach. Also richtig, richtig toll. Und ich finde es richtig schön. Kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr lasst mir vielleicht ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!